Panzerfaust. Panzerfaust, warum nimmst du nicht selber die Panzerfaust? Du musst wirklich mal auf deine Umgebung gucken. Vor deinen Füßen liegt eine Panzerfaust. Direkt vor deinen Füßen. Was soll ich denn hier in den Schnauz gerissen? Du hast nichts dafür getan. Du kriegst so ein Ding in der Hand. Zwei Schuss. So kommen wir da rüber. Das war nur die Schrotflinte, mit der ich geschossen habe. Ja. Die sah so mächtig aus. Mächtige Schrotflinte. Ist aber. Ist mächtig. Aber kein Raketenwerfer. Oh, Panzerfaust. Panzerfaust. Jetzt ist die Musik wieder leise. Kannst ja mal auf, vor Sams Füße schießen. Okay, komm! Oh Mann! Unsere Freunde sind zurück! Zurück? Das sind andere. Alle Freunde sind schon getötet worden. Oh, der ist im Fallen, hat einen Schrotschuss abbekommen. Läuft einfach weiter. Der ist wirklich mutig. Sam, nimm mir nicht die Deckung! Zack. Und ja, das war ja zu weit. Ohne zu zielen. Aber getroffen. Das ist wieder so ein ganz dicker. Ja, ja, das heißt Zinnmann, Mann. Zinnmann? Ein Zinnmann, ja. Ein Zinnmann? Heißt der so? Warum deckst du dich nicht? Ja. Zu. Ja, warum hast du nicht gewartet, bis die Farbe im Leben zurückgekehrt? Verdammt! Unsere Freunde sind zurück! Kann ich den nochmal hoch? Geht der gerne nochmal hoch. Mist. Warum liegt nämlich eine Panzerfaust? Da liegt auch eine Panzerfaust. Wieso siehst du das nicht? Oder? Ah ja, nur ein Schuss. Hm. Cool. Wieso schießt du nicht? Ich hab geschossen. Granate, sehr gut. Warum will nur auf dich und nicht deine Frau? Es nicht, dass du den identischen Fehler gemacht hast. Im selben Winkel. Das war genau dieselbe Situation. Was unwahrscheinlich ist, dass genau dieselbe Situation ein zweites Mal geschieht. Und du hast wieder genau denselben Fehler gemacht. Das ist schon nicht schlecht. Das nenne ich Dedication. Dedication to Failure. Das ist nicht schlecht. Ach Mann. Ich hab so viel eben so gut gemacht. Ja, deswegen wundere ich mich auch. Ich will dich gar nicht großartig beleidigen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt, weil du das wirklich... Ich habe schon die These aufgestellt, dass du ohne Brille besser spielst als mit. Hast du das in den Chat geschrieben? Nein, aber ich habe da schon drüber nachgedacht. Boah, nix. Du hast nix außer Granaten. Geil, über die Leiche gefallen. Über die Leiche gestorben. So. Unsere Freunde sind zurück. Sind da nicht eigentlich zwei Panzerfäuste oder ist das eine dieser goldene Knarre? Eine ist das hier. Ah ja. Oh Mann, ey, diese Schussgeräusche nerven auch. Sind alle anderen jetzt schon tot mit meinem Einschuss? Wirf ihn das mit dem vor die Füße. Ja.
keinen hier viel ab. Ja. Da habt ihr es! Hier drüben! Hier nach! Nein, versteck dich, diese Farbe! Oh, diese viele Farben. Nein, gute Nacht, Miami. Nacht, Nacht. Vielen Dank fürs Zugucken. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Werde Fan von uns und erkenne unsere Stimmen. Nee, das ist hier abgesoffen. Ich muss hier raus. Ach ja, weil das singt. Fuck. Ich will es ungern aussprechen, aber ich bin der Wahrheit verpflichtet als Community-Beauftragter. Deine Spielskills werden ganz schön gehatet im Chat. Ja, die sollen, weiß ich mal, alle gehackt legen. Die haben gar keine Ahnung, was das bedeutet, ein beleuchteter Bruder zu sein. Mensch, also so schnell. Ja, das ist nämlich harte Arbeit, ist das. Ja. Ich habe mich ziemlich gut durchgebissen durch viele dieser Gegnerhorden mit gezielten Kopfschüssen und weiß der Henker. Gut spielen kann jeder. Das ist unser Claim. Leute, Brüder, gut spielen kann jeder. Das sieht das so aus, als müsste ich durch dieses Loch da unten tauchen. Ja, und dann wieder hoch, würde ich mal sagen. Ja, genau. Hoch. Also kannst du nicht. Nee, irgendwo... hier ist alles zu. Das heißt, du tauchst wieder denselben Weg? Ja. Du darfst niemals die Möglichkeit vergessen, dass es manche dieser Wege auch nur gab, weil da mal Schätze waren, die ich schon gesammelt habe, die jetzt nicht mehr da sind. War das nicht die Wasseroberfläche da? Das sieht so aus, ja. Dann lass doch Pong spielen, sagt mir Amy. Pong hat das Spiel aber alles schon mal durchgespielt und Biber nicht. Außerdem haben wir das bei Teil 3 genauso gemacht. Wir sind traditionsbewusste Brüder. Boah, wie fies. Ich spiele das doch gar nicht so schlecht. Was habt ihr eigentlich? Deine, das ist hier das Endgame mit einem krassen Feuergefecht nach dem nächsten gegen. Nee, es ging explizit um deine Treffsicherheit mit der Bewaffnung. Ja. Barbara. Seid ihr hier, um irgendwie Shooting Skills zu sehen? Nee. Seid ihr wirklich falsch? Das ist wirklich falsch. Gewickelt. Das ist hier wie bei die nackte Kanone. Aber tatsächlich. Mr. Kadhafi sagt, die sind hier, um uns zu ärgern. Ach so. Das hat mir missverstanden. Ja, das hatte ich auch eigentlich nicht so. Ich dachte, wir sind Kumpels. Ja, wir können uns vertrauen und irgendwie man hilft sich bei Umzügen und so. Aber wenn das so ist. Oh, da oben ist noch ein Auto. Das ist kein gutes Zeichen. Erinnerst du dich daran? Nee. An das Auto? Nee. Doch, das erinnerst du. In der Stadt, oder? In der Stadt. Das war auch ein Auto, so ein Panzerauto. Das ist ein problematisches Auto. Ja, das sieht nicht ganz so problematisch aus, aber. Problematisch. Ich glaube. Also. Und erinnert ihr euch alle an diesen geilen Move, den Pong eben verpasst hat von mir, wo ich so mit BD Schüssen geil noch. Jetzt lass das doch nicht so nah an dich ran. Ja, stimmt. Was mache ich hier eigentlich? Stell dir vor, Justin Bieber würde so sein. Justin Bieber wäre auf jeden Fall schon lange tot. Hätte kein schönes Leben. Wenn er Fankritik so nah an sich ran ließe. Ja, dann wäre er tot. Nee, kannst du nicht. Kannst du nicht. Darf ich dir eine Sache sagen? Den? Dir. Ja. Den hätte ja auch einiges zu sagen. Die Anwesenheit dieses Autos, ne? Ja. Ein deutliches Zeichen dafür, ein bisschen offensiver zu spielen, weil das halt
immer da ist. Da war eine Panzerfaust. Damit hättest du was damit machen können. Ja, ich will aber erstmal die graue Scheiße. Aber ich guck mal, wie ich mich da durchgeführt habe. Ja, das hast du nicht so schlecht gemacht. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum nicht einfach im Vorbeigehen schon. Weil man gedrückt halten muss. Nein, musst du nicht. Doch. Musst du ja. Die Waffe wechseln. Da musst du es, du hast recht. Oh, oh. Gucke. Gut, gucke. Ich habe noch eine Panzerfaust in der Panzerfaust. Deine Kumpels ärgern sich eben nicht, Mr. Katapi. Das ist ja mein Punkt. Ich dachte, wir sind Kumpels. Aber dadurch, dass ihr wohl da seid, um uns zu ärgern, sind wir wohl keine Kumpels. Und dann sind wir, weiß ich nicht, was für ein Verhältnis wir stehen. Oder Vater vielleicht. Oder Vater ist auch. Das ist Ehe. Das ist Ehe. Oder Vater-Verhältnis ist Ehe. Ehe mit Kindern. Na, außer man ist nicht mehr verheiratet. Man kann ja auch Mutter-Vater sein, ohne zu heiraten. Okay, ja. Eine Treppe. Kann ich hochklappern? Klappern. Ich muss den verdammten Truck loswerden. Ja, das ist gut. Ich verstecke mich hier oben. Bleib ich. Hier bin ich bestimmt sicher. Das war ein bisschen zu erwarten. Aber hier muss das irgendwie. Die Karte geht einfach nicht auf. Aufhören. Das ist wie ein wütendes Raubtier. Ja. Glück, dass der nicht fahren kann. Ich finde, der kann sehr gut fahren. Oh, krass. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Hast du doch eine Granate geworfen als Statement. Damit du nicht leise gehst. Die Nachdenkgranaten aus Uncharted 3 waren so gut. Ich muss hier nochmal alle Moves aus dem Spiel hier. Lustigen Gartenzaun. Was sind wir hier eigentlich? In so einer Stadt? Schottland. Wir sind nicht in Schottland. Wir sind immer noch auf Avery's Paradiesinsel. Warum ist hier so eine kleine Stadt mit Gartenzaun? Sally? Wer läuft schon? Da ist er! Papa Sally will. Ich hab keinen Granat. Panzerfaust. Okay, Spielchen sind vorbei. Ich weiß nicht, wo ich bin. Gott und die Freiheit, Arschloch. Nice. Als Gedanke klang das besser. Gut gemacht, Junge. Ja, danke für die Hilfe. Komm hier rüber, ich hol dich da raus. Alle freuen sich über Sally. Ja, mehr als über mich. Der trifft besser, wenn er schießt. Schön, dich zu sehen. Gerade noch rechtzeitig. Wo sind denn Ellen und Sam? Ich bin tot. Auch ein krasser Twist, auch an dieser Stelle. Und dann geht er auf der Rave. Keine einzige Kugel bekommen. Mich haben ungefähr 11.000 Klippen, nee, nicht Klippen, 11.000 Kugeln getroffen. Aber ich habe mich kurz versteckt hinter der Wand, dann war alles gut. Und hol den Schatz. Nein! Oh, die hören den Ton nicht vom Spiel. Was? Gar nicht? Sieh dich um. Ja. Avery hat jedes Schiff auf dieser Insel versenkt. Und wieso?
weil er besessen davon war, seinen Schatz zu behalten. Ja, genau. Egal, was es dir kostet. Und Sam ist besessen davon, den Schatz zu finden. Egal, was es die anderen um ihn herum kosten könnte. Naja, ich habe verstanden. Verbindung. Da, die hören das auch momentan nur übers Mikro, deswegen habe ich glaube. Aber das heißt, dass du uns auf dem Video auch nicht hören. Hinterher. Doch, Sam, tun sie. Tun sie wirklich. Okay. Glaub mir, sie haben diese Art von Besessenheit schon erlebt. Wir sind nicht mehr diese Jungs. Nicht mehr. Und wir müssen nichts mehr beweisen. Wo ist das Flugzeug? Gleich da. Wir müssen das an der Source reparieren, das Problem. Ja, wir müssen an der Source reparieren.